Hallöchen Leute und willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Vor gut 3 Monaten kam das letzte Gameplay-Video und das lag daran, dass mein Laptop kaputt gegangen ist und ich dadurch einfach nicht mehr aufnehmen konnte. Nun habe ich mein Setup wieder regeneriert und habe mir einen PC gekauft, einen zweiten Bildschirm, der jetzt neben mir steht hier. Und es kann wieder losgehen. Ich kann in den nächsten Tagen wieder anfangen, meine Let's Plays weiterzuführen. Ich freue mich, dass es endlich weitergeht und ich hoffe, dass ihr noch alle am Start seid. Ich muss mich an der Stelle erstmal richtig krass bedanken bei euch, dass nicht nur alle geblieben sind oder die meisten geblieben sind, sondern auch noch in der Zeit mehr dazugekommen sind. Also ich hatte mehr Abonnenten jetzt als vor der Zwangspause und das ist echt verdammt cool und motiviert mich echt sehr. Dafür vielen, vielen Dank. Und ich wollte dieses Video nur kurz nutzen, um die Info zu droppen, dass es dann in den nächsten Tagen weitergeht. Ich denke mal so, am Wochenende geht es dann los mit den Videos. Ich versuche dann bis dahin schon mal das ein oder andere Video aufzunehmen. Aber ja, mal schauen. Auf jeden Fall bis zum Wochenende geht es dann weiter. Und ich muss ehrlich gesagt sagen, ich bin so ein bisschen irgendwie außer Form oder so. Kann das sein? Ich habe ein bisschen Schiss wieder vor der Aufnahme. Aber ich denke, ich werde mich da wieder reinsteigern können sozusagen. Und ja, das wird dann schon werden, denke ich. Auf jeden Fall, ich habe hier im Hintergrund, seht ihr schon, eine Runde Gwent. Das könnte ich eventuell demnächst auch nochmal bringen, so zwischendurch als Video. Ich hatte, als ich damals gestartet habe mit dem Kanal, auch Videos hierzu gemacht, wo es noch in der Beta war. Und habe ich auch von CD Projekt Red Witcher 2 geschenkt bekommen, weil ich daran teilgenommen hatte. Und das war echt ein cooler Move von denen. Aber ja, ich habe hier noch 2 Fässer. Damit kann ich Karten bekommen. Ich spiele das Kartendeck Skellige. Und ich habe mir eben... Sehen, was Tolles drin sein. Ja, ich habe mir eben 2 Skellige-Fässer gekauft. Mit diesen Dingern hier oben. Mit, wie heißen die? Keine Ahnung, wegen irgendwelche Steine oder so. In den Laden kommen! Schöpf in den Laden kommen! Ja, ist ja gut. Wir öffnen mal die 2 Fässer und gucken mal, was drin ist. Totum, Portum. Was haben wir denn hier? Oh, der ist nicht schlecht, glaube ich. Den kenne ich noch von früher. Ich habe mittlerweile, es gibt ja einige neue Karten. Und ich habe echt keine Ahnung mehr von dem Spiel. Muss ich mir auf jeden Fall mal anschauen, aber ich habe Bock, irgendwie das nochmal zu spielen demnächst. Jetzt habe ich hier die Auswahl. Welche Karte nehme ich denn? Kurz mal überlegen. Ich glaube, ich nehme den wütenden Bär hier. Den finde ich nicht schlecht. Genau, und wir machen auch noch das 2. Fass auf. Mach doch den Fass auf, ja. Okay, den kenne ich. Den kenne ich auch. Super. Ey, den hat man doch eben auch schon. Oh, goldene Karte. Morgwag. Ah. Artis oder Burner Bran? Hm. Ich glaube, ich nehme wirklich Morgwag. Ist nicht übel. Genau, okay. Ja, das sollte es eigentlich nur so schon gewesen sein, Leute. Ich wollte nur kurz Bescheid geben, dass es dann auch bald weitergeht. Ich hoffe, ja, dass ich die Zeit finde dafür, aber ich denke schon. Auf jeden Fall wünsche ich noch einen schönen Tag. Bis zum Wochenende dann. Und ja, ciao Leute. Bis dann.